Dürfen die Muslime Silvester feiern? Dürfen wir mit den Kuffar zusammen feiern? Sie begrüßen, mit ihnen zusammen ein paar Knaller steigen lassen und ähnliches? Wenn man über diese Frage nachdenkt, muss man sich mit der Frage beschäftigen, was überhaupt dieses Fest Silvester bedeutet. Das ist nicht einfach eine Zeremonie, um den Anfang eines neuen Jahres zu feiern. Dieses Fest geht zurück auf einen christlichen Papst. Vor ein paar Jahrhunderten, da hatten die Christen den Neujahrswechsel um die Zeit von Weihnachten herum gefeiert. Dann gab es einen Papst, sein Name war Silvester, der starb 7 Tage später, am 31. Dezember. Und ihm zu Ehren haben die Christen den Neujahrswechsel auf den 31. Dezember gelegt. Und diese Knallerei, diese Raketen steigen lassen und ähnliche Dinge, es ist eine uralte Tradition, unter anderem bei den Germanen, bei den Römern findet man das, bei den Chinesen noch heute. Die dient dazu, um böse Geister zu vertreiben. Stimmt doch. Das ist diese Vorstellung. Ja. Das heißt, wir müssen uns klar machen, dass Silvester ist ein Fest zu Ehren eines christlichen Papstes mit Traditionen von den Götzendienern. Wie kann ein Muslim daran teilnehmen? Und wie kann ein Muslim das feiern? Und wie kann ein Muslim zu einem Käfer hingehen und ihn dazu beglückwünschen? Wie gehe ich zu jemandem hin und beglückwünsche ihn zu seinem Kufr? Wie? Das ist wie, als wenn jemand einen jemanden umbringt und ich sage herzlichen Glückwunsch zum Mord. Und was diese Leute machen, ist noch schlimmer. Es gibt kein größeres Verbrechen als Schirk, Kufr. Wie kann ich zu jemandem hingehen und sagen, viel Spaß dabei? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagte, es ist den Muslimen nicht erlaubt, an den Festen der Muschrikin teilzunehmen, gemäß dem Konsens der Gelehrten, deren Wort Gewicht hat. Die Fuqaha von allen 4 Rechtsschulen, spielt keine Rolle, ob du Hanafi, Maliki oder was auch immer bist, die Fuqaha von allen 4 Rechtsschulen haben dies eindeutig in ihren Büchern gesagt. Al-Bayhaqi berichtet von Umar ibn al-Khattab, dass er sagte, betretet nicht die Kirchen der Muschrikin an ihren Festtagen, denn der Zorn Allahs kommt auf sie herab. Und in einer anderen Überlieferung sagte Umar, meidet die Feinde Allahs an ihren Festtagen. Und von Abdullah ibn Amr ibn al-As, ein anderer Sahabi, der sagte, wer sich im Land der Nicht-Araber niederlässt, Nicht-Araber bezog sich damals auf die Nicht-Muslime, das heißt, als die Muslime angefangen haben, Persien zu erobern, wer sich im Land der Nicht-Araber niederlässt, ihr Neujahrsfest, Nauruz nannte man das bei den Persern, ihr Neujahrsfest feiert, sie nachmacht und in diesem Zustand stirbt, wird mit ihnen am Tag der Auferstehung versammelt. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Sahabern in Medina eingewandert ist, haben sie gefunden, dass einige Leute von Medina noch Feste hatten aus der Zeit der Jahiliya. 2 Feste. Jetzt hätte man sagen können, naja, in der Anfangszeit, um vielleicht die Herzen näher zu bringen, feiern wir einen Teil mit ihnen zusammen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam angekommen war, hat er als erstes diese Feste abgeschafft. Er sagte, Allah hat jeder Nation ihre Feste gegeben und unsere sind Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Der Bruder, Jazallahu khairan, hat eben in dem Vortrag das sehr schön dargestellt. Die Tatsache, dass wir an diesem Fest mit den Kuffar zusammen teilnehmen, zeigt entweder, dass wir den Stolz und die Sicherheit auf unsere Religion verloren haben. Denn man muss sich vorstellen, ein Ungläubiger, der in unsere Länder kommt oder in andere Länder, wird das niemals machen. Ich selber war geschäftlich einige Male nach China gereist und habe dort auch Deutsche gesehen, die sich dort niedergelassen haben. Ihr werdet nie einen Deutschen in China finden, der nur weil er in China wohnt, an ihren Festtagen ein Kostüm anzieht und 3 Tage wie ein Drache durch die Gegend hüpft. Ihr werdet das nicht finden. Obwohl er auch in ihrem Land lebt. Das heißt, entweder haben wir unseren Stolz verloren oder wir haben ein Missverständnis über die Da'wah zu dieser Religion. Wir können auf diese Art und Weise kein Da'wah machen, indem wir uns versuchen, den Nicht-Muslimen anzupassen. Denn wenn wir den Islam als eine Religion präsentieren, die sich von ihrer überhaupt nicht unterscheiden, warum sollte ein Käfer auf die Idee kommen, den Islam anzunehmen? Warum? Wenn es sowieso das Gleiche ist. Und wir haben heute wunderbare Dialogzeremonien. Da finden wir Christen mit Muslimen zusammen. Die studieren zusammen die Bibel und die beten zusammen und alles Mögliche. Noch viel mehr als das, was wir an Silvester machen können.
Habt ihr schon einmal gehört, dass jemals aus so einer Zeremonie ein Christ herausgegangen ist und hat gesagt, ich werde Muslim? Ist das jemals passiert? Sind es wirklich diese Leute, die den Islam, die sich den ganzen Tag bemühen, den Islam wie ihre Religion zu zeigen, sind es diejenigen, die Erfolg in ihrer Da'wah haben? Wallahi, kein bisschen. Die Christen gehen rauf und freuen sich darüber, dass die Muslime endlich im dritten Jahrtausend angekommen sind. Mehr nicht. Aber keiner nimmt den Islam an. Wir leben hier in einer Gesellschaft, die zerstört wurde von dem Kufr. Diese Leute haben sich von den Gesetzen Allahs abgewandt und innerhalb von 50 Jahren wurde das ganze Land in ein Chaos gestürzt. Wenn ein Kafir diese Sache erkennt und sieht dann, dass der Islam diese Lösung für die Probleme hat, dann ist er bereit, den Islam anzunehmen. Aber warum sollte er das, wenn ich den Islam als etwas präsentiere, was er sowieso schon hat? Deswegen darf der Muslim auf keinen Fall an den Festen der Muschrikin teilnehmen, sie dabei begrüßen, mit ihnen zusammen Spaß haben oder auch diese Raketen in die Luft schießen und Böller schmeißen und frohes neues Jahr und all diese Dinge. Die sind kein Teil des Islam. Wir haben unsere zwei Feste, das sind die besten Feste, weil sie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestimmt wurden. Daran halten wir uns. Mehr als das brauchen wir nicht. Und der Bruder hat, Jazakallahu khairan, einen sehr schönen Hadith erwähnt über den Yawm al-Qiyamah. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der wird einen Haud haben, einen Becken für ihn, wo er den Muslimen zu trinken geben wird. Den Leuten, die seiner Nation angehören. Und es wird Leute geben, die sehen aus wie von seiner Nation. Und er will ihnen etwas zu trinken geben, aber sie werden abgehalten. Und er wird sich beschweren. Heißt, er wird nicht beschweren, er wird nachfragen. Was ist mit denen? Die sehen, sind doch von meiner Nation. Und es wird zu ihm gesagt, du weißt nicht, was sie nach dir in die Religion eingeführt haben. Deswegen sollte allein schon deswegen der Muslim aufs Größte, aufs Vorsichtigste bedacht sein, keine neuen Feste in diese Religion des Islam einzuführen. Yani das Nachmachen von Kuffar ist haram und schon so schlimm bestraft. Was ist mit dem Mitmachen? Zweite Sache ist, Al-Ijma' al-Mun'aqad fi ahd al-Sahaba wa al-Tabi'in ala adami huduriha. Al-Sahaba wa al-Tabi'in, alle haben darauf ein Ijma', sind sich da alle einer Meinung, dass es haram ist, an diesen Festen und an diesen Feierlichkeiten teilzunehmen. Und Nasara und Al-Majus haben zur Zeit von Sahaba radhiyallahu anhum gelebt. Bringt mir irgendein Beweis, dass irgendein Sahabi oder irgendein Tabi'i zu dieser Zeit mit denen gefeiert hat. Und dann sagt er weiter, وَلَا تَدْخُلُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ. Geht nicht in den Kirchen von den Leuten rein während deren Feierlichkeiten. Warum? Weil, liebe Geschwister, wie ich schon am Anfang sagte, es gibt Wahrheit und Unwahrheit. Wir glauben fest daran, dass es falsch ist. Wie kannst du eine Sache machen oder wie kannst du teilnehmen an einer Sache, die falsch ist? Weil diese Sache, die falsch ist, da wird gerade der Zorn und der Fluch von Allah subhanahu wa ta'ala auf denen herabkommen und du nimmst da teil? Yani, dieser Zorn und Fluch von Allah trifft dich auch, weil du mit den Leuten zugehörst. Und wie gesagt, Umar ibn al-Khattab sagt, nimmt nicht daran teil, geht nicht da rein. Und dann sagt Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, من بنى ببلاد الأعاجم فصنعنا يروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت كذلك حشر معهم يوم القيامة. Wer in den Ländern von den Kuffar lebt und dieselbe Rituale zu ihren Feierlichkeiten macht und sie nachmacht, bis er stirbt auf diese Sachen, yani auf diese Sachen stirbt und auf diese Sachen stirbt, حشر معهم. Der wird mit denen auch herauskommen, Yawm al-Qiyama. Und der Imam Zahabi, alayhi rahmatullah, sagt, فَإِذَا كَانَ لِلنَّصَارَ عِيد وَلِلْيَهُودِ عِيد كَانُوا مُخْتَصِّينَ بِهِ فَلَا يُشْرِكَهُمْ فِيهِ مُسْلِمْ كَمَا لَا يُشَارِكَهُمْ فِيهِ فِي شِرْعَتِهِمْ وَلَا قِبْلَتِهِمْ. Der Imam Zahabi sagt, wenn die Juden und die Christen eine Feier haben, die sie ausmacht, darf kein Muslim daran teilnehmen und sie in der nachmachen. Und der Imam al-Turkumani al-Hanafi, alayhi rahmatullah, sagt, indem er gefragt wurde, dass manche Muslime zu seiner Zeit irgendwie an den Feierlichkeiten von den Christen und Juden teilnehmen, sagte er, qala ba'du ulama al-Hanafiyya, man fa'ala ma taqaddama dhikruh, ولم يتب
فهو كافر مثلهم. وقال بعض أصحاب مالك من كسى يوم النيروز بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا. Dieser Imam Turkumani, ihm wurde gesagt, dass viele Muslime in den Tagen von Feierlichkeiten von den Christen so Geld, viel Geld ausgeben und Geschenke kaufen und Kinder rausnehmen. Zum Beispiel, wir gehen mit den Kindern zum Beispiel in die Kirmes und so, wir Muslime, ja. Dann wurde er gefragt für diese Tat. Der hat gesagt, viele Gelehrten von den Al-Hanafi, Madhab Al-Hanafi, sagen, wer dies macht und keine Reue danach macht und stirbt, der ist dann ein Kafir genauso wie die.